bisschen Wegverkürzung. Aber momentan scheint er ja auch irgendwie dahin zu laufen. Okay. So, der hat dann nur noch einen Baum. Was ich jetzt machen werde, ist hier noch eine Baracke hinbauen. Und was wir auch brauchen, ist eine Münzprägerei langsam mal. So, wenn wir das mal hier hinbauen. Und die kann erstmal fertiggestellt werden. In Goldberg werde ich erst später anschließen, wo ich die Nahrungsproduktion dann sicher ist, weil momentan hängen wir da ein bisschen. Und hier wird ja jetzt schon wirklich ja, viel gemacht und trotzdem haben wir nur eine Kohle hier drinne liegen. Also hier wird unglaublich viel verbraucht. Und deshalb können wir da auch später noch ein Kohlebergwerk anschließen, aber wirklich erstmal soll jetzt die Nahrungsproduktion fertig werden. So, damit ist jetzt die Holzfällerhütte hier Geschichte. Die soll erfüllt. So, da wird hier ordentlich Platz und das Ding, das kommt jetzt auch weg. Auch wenn das hier oben noch ein bisschen was gemacht hat, das wird jetzt alles abgerissen. So. Was haben wir hier? Militärgebäude ist besetzt. Also, das ist eine Wachstube. Und da haben wir noch ein weiteres Gebirge. Hier haben wir den Bauernhof. Es ist vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt hier mit der Ruine. Fällt mir gerade auf, aber es wird sicherlich irgendwie gehen. So, und dann würde ich sagen, bauen wir hier jetzt tatsächlich die Holzproduktion auf. Dann würde ich sagen, also, ja, wir können, doch, wenn wir hier einen Holzfäller, Holzfäller, hier ein Förster und hier noch ein Holzfäller. Und dann brauchen wir hier eine Anbindung, aber nicht unbedingt vom Förster. Okay, machen wir das mal selber. Obwohl, vielleicht können wir es auch so. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Dann so und zack. Das wird schon gehen. Und dann hier kommt halt ein Sägewerk hin. Und damit ist das hier fertig. So, und hier haben wir jetzt sehr viel Platz bekommen. Also da werden wir jetzt wirklich hier gezielt Bauernhöfe bauen. Eins und dann hier ein. Zwei. Dann ja, hier hin. Hier hin. Drei, also drei, vier, fünf hat man. Ich guck mal eben, wie viele Bauernhöfe wir schon gebaut haben. Also, wo sind die Bauernhöfe? Na, ich sehe sie gerade gar nicht. Wo sind sie? Ah, hier. Okay, das wären dann fünf. Wir hatten acht Bauern insgesamt. Das heißt, ich kann noch drei bauen. Gut, aber dann werden wir erstmal die jetzt anschließen. Aber wohin? Nach oben? Das wäre vielleicht gar nicht so die schlechteste Variante, nach oben. So, und der hier kommt hier dran. Okay, so. Das sieht ja erstmal auch ordentlich aus. Und dann, ja, würde ich doch glatt sagen, wir bauen dann auch hier so um die Drehe. Oder wir bauen es halt hier oben hin. Da ist eigentlich auch ordentlich Platz. Da können wir jetzt hier so endlich mal die Mühle, die Bäckerei, so. Und dazu hier ein Brunnen. Und dann brauchen wir eine Schweinezucht. Und dazu auch ein Brunnen und eine
Schlachterei. So. Aber, na, das ist natürlich dumm. Können wir das hier so abschneiden und dann so da dran. So. So, und die Mühle jetzt noch extra irgendwie einen Weg zur Straße wäre gar nicht so schlecht. Können wir das noch irgendwie hier hin? Nee. Können wir den Weg von dem hier abändern? So, gut. Jetzt finde ich das eigentlich ganz gut. Das sieht auch recht ordentlich aus. Allerdings muss man sagen, dass also eine Mühle durchaus mehrere Bäckereien versorgen kann. Deshalb können wir auch noch eine Bäckerei hinbauen. Können wir auch direkt hier tun. Und dann braucht die aber auch noch einen Brunnen. Das ist, nee, das gefällt mir nicht so richtig. Ja, werden wir schauen. Aber erstmal haben wir das jetzt hingebaut und das wird dann sicherlich anlaufen. Sieht's aus, Bretter 17. Es wird also Zeit, dass dann hier oben das richtig losläuft. Aber das sieht doch eigentlich recht gut aus. Nee, das ist doch in Ordnung. Keine weiteren Steinbestände, alles klar, damit kann er weg. So, und dort würde ich dann aber erstmal bevorzugen, eine Baracke hinzubauen. Weil es ja dann doch erstmal so ist, dass wir dort irgendwie hier noch hinter wollen. Aber hier wäre auch eine Baracke nicht schlecht. Einfach irgendwie mal, damit das hier... Na, wir werden es ja dann sehen, wie es aussieht. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist hier zum Beispiel ein Lagerhaus bauen. Aber wir können mal gucken, grundsätzlich, wie sieht's aus. Mit Eseln haben wir genügend. 13 Stück, ich denke, das sollte eigentlich dann auch reichen. Naja, mal gucken. Mal gucken. So, jetzt warten wir einfach darauf, dass die Bauernhöfe dann fertig werden und ja, dann können wir das alles versorgen. Dann sollte das auch laufen. Dann können wir noch deutlich mehr Minen anschließen, weil momentan hapert es halt an der Nahrung. Wir können das Ganze jetzt ein bisschen überbrücken, indem wir Fischerhütten bauen. Bis das wirklich alles richtig losgeht. Vielleicht baue ich hier nochmal eine Baracke. Damit dann hier das noch unser wird. So. Und ansonsten hier oben würde sich auch anbieten, noch einen weiteren Bauernhof zu bauen. Weil wir haben ja noch nach wie vor ausreichend. Aber erstmal schauen, wie wir jetzt hier, wenn wir das hier noch kriegen, können wir auch hier Bauernhöfe hinbauen. Ich glaube, ich baue erstmal hier einen Holzfäller. Der kann das mal noch wegmachen hier. Dann haben wir noch mehr Platz. Aber ich glaube, ich würde dann auch lieber hier eine Baracke bauen, als irgendwo hier unten, weil hier ist der Bauernhof. Und hier stört es halt weniger insgesamt. Aber mal gucken, was jetzt hier mit der Baracke passiert, was die noch uns alles gibt. Dann werden wir erstmal schauen. Okay, jetzt haben wir hier also tatsächlich Platz. Da würde ich doch wirklich das jetzt einfach sagen, wir bauen jetzt hier noch eine Baracke hin. Passt auch. Und dementsprechend, ja, ist das auch in Ordnung so. So, die Fleischerei ist hier. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch eine Schweinezucht bauen. Das ist gar nicht so verkehrt. So, und dann kriegt die hier noch ihren Brunnen daneben. Und dann ist das in Ordnung. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir irgendwo noch eine Bäckerei unterkriegen und dann dürfte das funktionieren. So. Ich baue es halt wirklich gerne alles zusammen. Dann hat man da auch wenigstens irgendwie was. Was ich jetzt hier hinbaue, ist ein Lagerhaus, weil ich glaube, es ist momentan wirklich so, dass wir einfach unglaublich diese Straßen belasten. Und dann soll doch dort bitte dann auch das Getreide hin. Ich denke mal, ich werde das Getreide dann hier raushauen und dann soll dort das Getreide hin und von dort dann einfach das Getreide verteilt werden.
und dann wird das auch schon ein bisschen effektiver. Was wir jetzt noch bräuchten, ist natürlich eine Brauerei, die haben wir noch gar nicht gebaut. Und die brauchen wir natürlich für das Militär dann. Obwohl, ich glaube, nee, die bauen wir nicht hier hin. Wir werden die ganze Militärproduktion dann nach hier oben verlagern, denke ich. Es bietet sich einfach mehr an, auch in Grenznähe dann zu versuchen, ein bisschen das zu produzieren. Ist vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, was wir hier jetzt noch finden. Müssen wir mal schauen. Obwohl, so verkehrt wäre es eigentlich gar nicht, jetzt schon eine Brauerei zu haben. Vielleicht. Na, doch, wir bauen sie jetzt mal hier hin. Dann geht es wenigstens schon mal ein bisschen los. So, Militärgebäude ist besetzt. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay. Tschüss. Und dann werden wir hier direkt ein nächstes ranbauen. Momentan fehlt einfach wirklich Nahrung. Aber die Bauernhöfe, die kommen jetzt. Also, wir werden jetzt hier fertig, so nach und nach. Das ist in Ordnung, dann dürfte das eigentlich dann funktionieren. Hoffe ich jedenfalls. Alles andere wäre ein bisschen blöd. So, und dann werden wir mal gucken. Erstmal baue ich hier noch einen Holzfäller hin jetzt. Der soll das mal noch wegmachen. Und dann werden wir hier noch eine Baracke hinbauen. So, dass wir da hochkommen auf das Gebirge und dann da mal schauen können, was da so alles drin ist. Das bauen die jetzt hier. Oh, hier haben sie jetzt voll gemacht. Da müssen wir gleich mal in die Einstellungen gehen. Weil ihr seht jetzt, hier sind zwei Soldaten jetzt reingegangen. In allen anderen Baracken ist halt immer nur eine. Das liegt daran, dass diese Baracke jetzt Grenznähe hat. Ob eine Baracke grenzfern ist oder grenznah, erkennt ihr hier an diesen Strichen auf der weißen Fahne. Wir können da ja auch mal, in dem Fall werde ich mal zoomen. Also, ihr seht hier diese zwei Striche auf der Fahne und ich werde jetzt mal das Menü öffnen, das Militärmenü. So. Und das sind diese Einstellungen hier unten. Das ist also grenzfern. Ja, so ein bisschen näher an der Grenze und halt grenznah. Ich möchte jetzt erstmal, dass immer nur ein Soldat reingeht, weil ich möchte halt nicht in der Baracke zwei Soldaten haben, die ich wirklich später in einem Wachturm oder in einer Festung besser gebrauchen kann. Deshalb kommt das alles raus. Jetzt werdet ihr sehen, verlässt er die Hütte. Wir werden die Chance nutzen und hier direkt dann mal den Weg abschneiden. Den braucht man nämlich nicht mehr. Und dann ist das in Ordnung. Ihr seht, diese Baracke hat nur einen Strich, das heißt, sie ist also mittelweit entfernt oder nah an der Grenze dran. Und dann gibt es noch die Baracken ohne irgendwelche Striche, nur mit der weißen Fahne. Das ist also da, die halt grenzfern sind. Und ansonsten seht ihr auch immer hier diese blauen Fahnen an der Baracke. Das zeigt an, wie viele Soldaten dort drin sind. Also hier ist halt ein Soldat drin. Und wenn da jetzt doch der zweite drin wäre, wären dort zwei Fähnchen.